Herzlich willkommen zu gar.tv. Heute gibt es einen Nacho-Käse-Dip. Und wie der gemacht wird, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Für unseren Nacho-Käse-Dip brauchen wir 250 Gramm Käse. Ich nehme hier irischen Cheddar. 100 ml Milch mit mindestens 3,5% Fett, etwas Salz und Pfeffer, einen Spritzer Weißweinessig, 2 bis 3 Chilischoten, ich nehme hier eine Jalapeno und eine Habanero, und einen Topf zum Zubereiten des Dips. Als erstes wird der Cheddar grob gewürfelt und die Chilis werden fein gewürfelt. Wie ihr seht, habe ich nicht die ganze Habanero verarbeitet, aus Rücksicht auf meine Gäste, die nicht so ganz scharf vertragen. In dem Topf wird nun die Milch kurz aufgekocht. Dann kommen etwas Salz und Pfeffer dazu. Nun werden nach und nach die Cheddarwürfel in der Milch geschmolzen. Das Ganze wird so lange gemacht, bis sich der Käse und die Milch richtig schön miteinander verbunden haben. Wer eine cremigere Konsistenz möchte, kann gerne noch Sahne mit dazu tun. Dann geben wir die Chilis in den Topf und einen Spritzer Weißweinessig. Dann lassen wir das Ganze ordentlich durchziehen und zuletzt abkühlen. Wenn ihr wissen wollt, was ich mit diesem Nacho-Käse-Dip gemacht habe, dann verfolgt die Neuigkeit nach diesem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es bitte gerne weiter und ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar und natürlich ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.